Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du dir die improvisierte Steinaxt herstellen kannst. Und zwar öffnen wir mit Tab das Menü und gehen einmal ins Crafting-Menü und da finden wir die improvisierte Steinaxt. Dafür brauchen wir ein Branch, 5 Steine und 5 mal Plant Fibers. Als erstes brauchen wir dafür natürlich eine Axt und Quatsch, eine Spitzhacke, das wollte ich sagen. Eine Spitzhacke. Und zwar habe ich mir die improvisierte Holzspitzhacke hergestellt. Wie das funktioniert, das kannst du dir in einem anderen Video anschauen. Das habe ich bereits hochgeladen. Und damit werde ich jetzt hier einmal die Steine mir holen. Und zwar mit der linken Maustaste gedrückt halten und schon bauen wir Steine ab und anderes Metall und Silber und was kriegen wir hier noch alles? Genau, Schwefel und Blei haben wir auch gekriegt, aber keinen Stein. Dann gehen wir hier zum nächsten Stein und bauen den einmal ab. Da haben wir schon mal einen Stein gekriegt und noch einen. Und Kupfer, Blei und noch einen Stein und noch einen Stein. So, jetzt müssten wir auf jeden Fall genug Steine haben. Genau, die haben wir jetzt voll. Jetzt fehlen uns noch Plant Fibers. Da suchen wir uns mal gerade die nächsten Büsche, denn da bekommen wir die Plant Fibers und mit E können wir die alle einsammeln. Wir bekommen hier natürlich auch Wooden Sticks. Die brauchen wir jetzt auch, wenn ihr die noch nicht gesammelt habt. Und noch eine Plant Fiber brauchen wir. Da ist er. Jetzt müssten wir alles beisammen haben. Ja, es ist grün hinterlegt. Jetzt können wir einmal auf Craft One klicken und schon wird es einmal produziert und landet hier in unserem Backpack. Und da können wir uns jetzt mit ausstatten, können zum nächsten Stein gehen und den jetzt mit der Steinaxt abbauen. Nein, das ist Blödsinn. Wir haben ja eine Steinaxt gemacht. Wir gehen zum nächsten Baum, nicht zum nächsten Stein. Jetzt können wir den fällen. Verwirrung hier. So. Na, jetzt klappt's. Bei der improvisierten Axt oder Steinaxt ist es halt immer der Fall, dass wir echt ein bisschen hin und her gehen müssen, bis sie trifft. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Da ist die normale Spitzhacke wirklich besser. Die könnt ihr natürlich beim Looten finden. Aber ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.